Moin Leute, zurück zur F1 2019 Karriere bei Haas. Heute beim dritten Rennen in China. In, wie heißt die Strecke denn nochmal? Shanghai, ne? In Shanghai. Let's go, Mann. Heute müssten eigentlich die Updates, hoffe ich mal, ankommen. Beziehungsweise, wenn die fehlschlagen. Oder sind die schon? Ist ein guter Weg, den Respekt deines Teams und der Rennstelle zu gewinnen. So können wir bessere Verträge aushandeln. Dein erster Rivale ist immer dein Teamkollege. Aber du kannst dich frei entscheiden, wen du zum Rival erklären willst. Je stärker der Rivale, desto mehr Respekt kannst du gewinnen. Oh, das wusste ich gar nicht. Hier siehst du eine Liste der Fahrer, von denen du einen zu deinem Rivalen ernennen kannst. Je schwieriger es ist, einen Fahrer zu schlagen, umso höher ist der Respekt, den du vom Fahrerlager erhältst. Allerdings verlierst du die gleiche Menge an Respekt, wenn du Zweiter wirst. Übernimm dich also nicht. Also, das ist angeblich wohl fehlgeschlagen. Okay, das habe ich mir nochmal gegönnt. Und das hier braucht noch 2 Wochen. Alter, das ist ja krass. 2 Wochen braucht das fucking noch. Das braucht auch noch 2 Wochen. Oder braucht das insgesamt 2 Wochen? Weil dann müsste das ja eigentlich dieses Wochenende ankommen. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade selber nicht. Let's go. Ab geht's ins Qualifying. Warte mal. Jeff, Wettervorhersagen, Shanghai. Also im Qualifying soll es regnen. Sogar Starkregen soll es sein. Finde ich natürlich nicht so geil. Und im Rennen soll es trocken sein. Willkommen in Shanghai, China, zu einer zweifelsohne fantastischen Formel 1 Qualifying Session. Vielleicht kommt ja noch leichter Regen. So. Inters sind die richtigen Reifen. Und diesmal mache ich auch die fliegende Runde. Und nicht wieder so eine Scheiße wie letztens. Alter, warum fahren die so langsam, Leclerc? Butler bleibt direkt hinter mir, Junge, was eine dumme Sau. Weil das denn, wenn er schneller fahren kann als ich? Dann guckt er doof. So, jetzt Abfahrt. Wichtige Runde.
Und das ohne Traktionskontrolle hier im Regen fahren. Es ist ganz eng hier, es ist noch nicht mal dann so ein Fehler. Ich wollte gerade sagen, das ist noch nicht mal eine Zehntel, die wir hier zurück sind, und dann machen wir da so einen Fehler rein. Ja, da wäre alles noch drin gewesen. Aber dieser Fehler hat uns auf jeden Fall jetzt wieder alles versaut. Nicht sein. Jetzt sind wir unten, nächster Fehler. Das wirft uns wieder ganz weit nach hinten. In den Haderli-Kurven habe ich viele Probleme. Das fällt mir auf. Also in so solchen Kurven wieder. Wieder in so einer Haderli-Kurve. In diesen schnelleren habe ich keine Probleme, so wie hier. Immer in diesen Haderli-Kurven. P19. Na, was willst du da machen? Wahrscheinlich in Tag 4, denke ich mir mal. Der ist bestimmt noch schlechter. Oder einer, der gar keine Runde gefahren ist. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick. Nee, Giovinazzi. Hamilton, Vettel und Valtteri Bottas. Damit ist das Qualifying beendet. Hat aber nur ein Zehntel gefehlt. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? Ich hatte... Das Wetter ist während des Qualifyings nicht ideal gewesen. Was sagen Sie dazu? Ja. Klasse, das war dann alles. So, ich mag diese Interviews irgendwie nicht. Fragt mich aber nicht, wieso. Ich mag die einfach nicht. In die F2 hatte ich wenigstens mal so 20 Sekunden auf 15, jetzt habe ich nur noch 10. Ja. Gegen Gasly haben wir verkackt. Gegen Grosjean sind wir mit einem Punkt vorne. Fallen aber leider ein bisschen wieder runter. Aber natürlich bei McLaren, Alpha und Voss. Ach, Voss in der Seite jetzt schon. Bei Williams steigt unser Dings. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollen. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das. Gelabert hat Pech, ey. Finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Der Shanghai. Let's go. Vielleicht funktioniert ja unser Auto besser. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt.
strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Wenn wir Soft Medium fahren, wie sieht es denn so aus? So, wir starten jetzt 19. Tag. Unser Start sieht immer nicht wirklich gut. Und hier darf man nicht innen, aber auch nicht außen fahren, also so in der Mitte. Ich bremse mal ein bisschen früher, wir sind letzter. Und jetzt gehe ich hier außen an allen vorbei. Bottas aber ganz schön weit hinten. Und dann bin ich nämlich hier innen. Und dann bin ich auf P15 auf einmal, nämlich. Ja. So schnell kann man vorfahren auf P15. Jetzt aber gegen Russell, der gegen Bottas innen reingehen will. Deswegen kann ich da nicht innen reingehen. Und Bottas kommt weit raus und verliert gegen mich direkt einen Platz. Ist Bottas so weit hinten gestartet oder hat der so einen schlechten Start? Ne, der ist so schlecht gestartet. Der ist auch weit hinten gestartet von 13, aber der ist jetzt auf 15, also ja. Schlechter Start und der ist von schlechter Startposition gestartet. Ja, wir sind aber gerade gut dran an Russell im Williams. Ja, Bottas wird uns gleich wieder haben, ich finde es. Das ist jetzt ein Duell, aber jetzt wird er mich gleich auf die Gerade holen. Komm, fahr doch, Junge. Ich fahre schon keine Kampflinie. Als ob der wirklich so blöd ist. Jetzt ist er vorbei. Zum Glück irgendwie. Und durch den Windschatten aber kriege ich auch nochmal gut Power. Außen vielleicht? Nee. Da muss ich auch aufpassen, dass er nicht innen der Quiet vorbeigeht. Und Raikön geht vorbei jetzt an Quiet. Jawohl, so ist es. Ja, jetzt kommen wieder hier. Hier habe ich meine ganzen Fehler gemacht. Da bremse ich einfach jetzt ein bisschen früher. Und das klappt auch nicht schlecht. Das Ding ist, ich bin mit P10 zufrieden, aber jeder Platz, der ja, du weißt es, damit bin ich auch zufrieden. Hauptsache Punkte. Und der Bottas stinkt jetzt hinter dem Russell fest. Aber den wird er sich jetzt gleich krallen. Auf der Gerade, denke ich mal. Sogar jetzt schon. Nee, Russell fährt. Kampflinie. Und nebeneinander. Das kann gut enden, aber mit Pech endet das auch nicht so gut für Russell. Nämlich, weil der dann. Nee, doch, doch. Alles gut. Und ja, wir haben da ein Problem. Wir kommen da vorne irgendwie nicht dran. Und jetzt kommt auch noch der Raikön. Vettel schnellste Runde. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Ich komme nicht an dem Russell dran, das gibt's nicht. Aber wir fahren die weichere Mischung, ne? Also da ist gleich alles im zweiten Stint noch möglich bei mir. Runde 9, so sollen wir reinkommen. Also da ist gleich im zweiten Stint noch alles möglich. Ja, ich versuche mal ein bisschen zu pushen gerade, aber ja, das bringt sogar ein bisschen. Und Bottas jetzt gegen Albon, glaube ich, ist es. Sind beim DRS-Bereich jetzt die Frage.
wenn wir keinen doofen Fehler machen, müssten wir drin sein. Und das heißt vielleicht eine Attacke auf Russell. Ja, der ist auch nicht besonders schnell. Der Russell ist nicht schnell auf gerade. Und das heißt vielleicht jetzt eine Attacke. Erstmal den ERS-Einsatz reduzieren und auch noch gleichzeitig am Russell vorbeigehen. Nice. Albon ist der nächste. Der einzigste, von dem ich nicht den Namen aussprechen kann, sonst kann ich von allen aussprechen. Russell, Gasly, Vettel. Welcher ist denn noch schwer? Quirt. Perez, Ocon, ja, die ganzen, da Grosjean, Kubica, Raikön, ja. Mal gucken, wie unsere Pace so bleibt. Ich hoffe natürlich gut. Vor allem den gleich im zweiten Stint, wie die Pace ist. Wenn wir auf die weichere Mischung gehen, auf die Softs. Momentan sind wir auf den Mediums, ja. Oh, zu sehr weit raus. Jetzt kann der Russell vielleicht nochmal einen Gegenangriff starten. Aber von mir aus soll er das ruhig machen, weil dann kriege ich das DRS. Aber kriege ich nicht. Oder? Nein, habe ich nicht gekriegt, glaube ich. Und der Russell geht sogar noch vorbei und ich kriege noch nicht mehr zu DRS. Aber Windschatten. Und jetzt hat Russell DRS. Und jetzt zieht er nämlich auch. Und mit DRS zieht er uns davon, aber ich hab nicht. Boah! Alter! Warum zieht er. Ja. Wer rechnet damit, ne? Aber er zieht auch genau dahin, wo ich hinziehen will. Hat er nicht schlecht gemacht, muss man mal ein. Kann er innen nochmal kontern? Nein. Also, schönes Duell, aber. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. Das mache ich hier. Boah, Alter, ich bin, glaube ich, haben wir uns da wieder sogar leicht berührt innen rein? Das ist keine gute Idee. Ah, der lässt mir aber da auch keinen Platz, ne? Ohne Scheiß, da lässt er mir aber auch keinen Platz mehr. Ne, dir lasse ich jetzt auch keinen Platz, auch wenn du direkt neben mir bist. Dem lasse ich jetzt auch keinen Platz. Ah, verdient, dass der Raikön vorbeigeht. Komm, Raikön, schaffst du, let's go, Mann. Hat, aber der Abstand zu Albon ist gerade sehr groß. Aber ich habe da gleich so eine Idee, was ich machen könnte. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber wenn es klappt, dann wäre das gut. Denk mal Richtung Gasly und Verstappen geht nichts mehr, aber warum nicht zu den anderen? Oh, schlecht, und Raikön geht vorbei. Und Russell auch noch, aber den lasse ich wieder keinen Platz. Oh, und trotzdem. Und direkt 3 gehen, ne? Alter! Fährt die KI aggressiv in diesem F1-Spiel. Ui. Nee, das will ich nochmal wiederholen, Leute. Alter. Oh. Ja, was soll ich hier machen, ja?
Ja, wann fährt der mich um? Ey! Der will mich doch verarschen, Digga. Was soll ich da machen? Wieso zieht der da einfach raus? Ey, die lassen mir da außen aber auch keinen Platz, ne? Leute, sagt mal, was soll ich da machen? Die lassen mir da außen aber auch keinen Platz. Ohne Scheiß jetzt mal. Dann gehe ich hier innen rein. So. Teamkollege in der Box. So, und jetzt kommt das, was ich will. Pushen, 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 wie es nur geht. Direkt am Russell vorbei, ohne der. Ah ne, doch mit der ist. Die Reifen halten gut. Jetzt fahre ich das hier ganz entspannt. Jetzt diese schnelle links. Dann die rechts. Wir können auf jeden Fall ein bisschen Abstand von Russell und holen das auch nicht schlecht. Hauptsächlich finde ich nochmal so ein blöder Fehler. Wo die fahren alle an der Box und ich fahre entspannt weiter. Wir nähern uns dem Boxenstempel. Du musst mit weichen Reifen weiterfahren. Ich hoffe gleich, dass meine Pace passt. Ich kann aber gleich nochmal entscheiden für das Hamilton-Vettel-Duell hinter mir werden. Wenn ich den Hamilton etwas aufhalte, dann ist der Vettel nämlich wieder dran. Wäre natürlich geil, wenn der Gasly rausfällt, weil gelb ist. Gasly wäre natürlich jetzt perfekt, weil es ein Rivale ist. Ein paar Infos zu Gasly. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Gasly ist raus! Ja man, let's go! Gasly. Da hole ich auf jeden Fall jetzt gut Punkte wieder raus gegen den. Und jetzt heißt es, glaube ich, für Hamilton eigentlich so schnell wie es geht vorbei. Und jetzt heißt es eher. Klar, bettel ich, Junge. Loch. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Weil, wenn die Pace passt, dann ist es nicht gut. Mein Ziel ist es einfach Top 10,
Momentan sollten wir angeblich auf P13 rauskommen, nach Boxenstopp. Vettel noch dahinter. Geh da lieber weg, Hamilton. Ich fahre in die Box. Ey, du Hund. Ah, ich glaube, da muss ich aber nachlassen. Und darf nicht noch Gas geben. Aber da ist der Hamilton deutlich hinter mir, deswegen. Das kostet mich, wenn ich den Hamilton nur mal lassen muss, ne? Jetzt wird's ein intensives Rennen. Fertig, los jetzt. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Let's go, wir sind vor Räikkönen geblieben, aber hinter Albon. Und jetzt muss ich zeigen, Pace. Jetzt muss ich zeigen, dass ich auf den Reifen gut fahren kann. Und die Pace muss auch stimmen. Drei Sekunden waren es nicht gerade noch mal mehr. So. Das wird ein Höchst. Ich hoffe, dass. Ja, ich denke, dass wir hier noch ein Höchst. Also ein sehr interessantes Rennen. Da geht auf jeden Fall noch was Richtung Punkte. Albon, Perez, Ocon sind es, glaube ich, da vor mir. Ich weiß aber nicht. Aber die, das sieht aus wie Pink. Das könnten halt Racing Points sein. Die haben ja pinkes Dings. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Und wir pushen noch nicht mehr so richtig. Und wir kommen da richtig gut dran. Also. Ja, läuft, würde ich sagen. Ich würde sagen, läuft. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. 2,1 Sekunden sind es nur noch. Wir waren, glaube ich, mal bei 3 Sekunden, oder nicht? Gerade noch. Ja, also. Das läuft. RS steht noch auf niedrig. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,2 Sekunden. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob wir DRS gekriegt haben oder nicht. Wenn wir auf DRS haben, dann steht unser RS genau ganz schnell mal auf Überholen. Aber haben wir nicht, deswegen
steht es noch auf niedrig. Boah, jetzt sind wir aber richtig gut rangekommen. Also auf Stadtziel haben wir DRS aber nicht nah genug dran, will ich behaupten. Weil Albon hat auch DRS, deswegen würde ich eher schätzen auf nicht nah genug dran. Auch wenn unser Auto jetzt auch nicht schlecht ist, aber unsere Pace, die stimmt jetzt auf jeden Fall. Ja, Richtung Haarnadel, geht da vielleicht was? Vielleicht jetzt schon? Nee. Richtung Haarnadel jetzt hoch, auf Überholen. Jetzt hier hoch. Ohne DRS, geht da was? Mit viel Risiko geht da vielleicht was? Oh, das war noch nicht mal viel Risiko. Ja, das könnte jetzt noch nicht bis zum Ende beschäftigen. Also ich glaube, mehr als ein Punkt ist da nicht drin oder ich muss hier schnell vorbei. Entweder schnell vorbei oder mehr als ein Punkt ist hier nicht drin. Ja, aber das ist mir klar, dieses in der Punkt. Der Punkt, ja, seht ihr ja, das soll mir klar sein. Und jetzt muss ich auch überholen. Weil jetzt habe ich DRS. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin aus. Alter, und wir kommen so nah dran ohne DRS. Und jetzt, DRS werden wir den Safe haben. Oh. Alter, das sah so aus, als würde er sich verbrennen. Ah, stark außen vorbei. Und haben wir immer noch DRS, dann bleibe ich nämlich auf überholen. Damit den Sainz können wir eigentlich nicht überholen. Aber ein bisschen rankommen. Boah, und wir kommen nicht nur ein bisschen ran, wir kommen richtig gut dran hier. An dem Sainz. Ich versuche es. Und auch wie gegen Albon versuche ich es hier einmal auf überholen. Aber mit ihm auch noch auf Fettgemisch und der hat keinen guten Topspeed. Da gehe ich dann innen vorbei. Und kann direkt wieder auf niedrig stellen. Das Ding ist, wir haben Perez und noch. Perez, den holen wir uns jetzt auch für gerade. Hol ich mir mal. Sollte ja jetzt nicht allzu schwer sein. Der Perez hat jetzt auch nicht das. Der hat zwar ein schnelles Auto, aber wir haben DRS. Und überholen an. Sollte reichen. Innen rein und Perez kommt wieder innen durch. Aber wir haben es, oder? Wir haben es. Jawohl. Und Sainz geht auch noch durch. Und jetzt sind es noch zwei Runden. Grosjean, Dennis, unser Teamkollege. Mit dem Punkt können wir, glaube ich, zufrieden sein, muss man wirklich sagen. Nachdem das Qualifying nicht so gut lief, kann man, glaube ich, das hier als guten Erfolg gerade sehen. Ich glaube, das können wir hier wirklich als guten Erfolg sehen. Nach dem katastrophalen Qualifying hier noch Punkte mitzunehmen. Pace im ersten Stint nicht so gut. Langsamere Reifen gefahren und beim zweiten sind wieder sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir noch an Grosjean vorbeigehen können. Das Ding ist, ich spare gerade nochmal alles, um gleich nochmal fett und auf Hotlap zu fahren. Deswegen fahre ich auch gerade auf kein RS. Es sind 3 Sekunden, deswegen glaube ich nicht, dass da nochmal was geht. Aber vielleicht auf Hotlap. Man weiß ja nie.
So, auf geht's. Hotlap, Fett, alles an, was nur geht. Auf die Jagd, vielleicht nochmal den Grosjean jetzt zu holen. Der ungefähr 3 Sekunden vor uns liegt. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Und das ist, ihr seht, es ist wirklich nochmal Fett, Hotlap, alles an. So, wenn ich keinen Fehler mehr mache, ist der 10. mir nicht zu nehmen. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wer Grosjean oder ob ich nur diesen einen Punkt kriege. Darum geht es gerade. Und das noch mit unter Teamkollegen. Für die Dings wäre natürlich nice, wenn ich den noch mehr holen könnte. Allerdings muss ich noch für DRS 1,1 Sekunden gut machen und ja, das werde ich wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich wird diese Rivalität-Runde diesmal an den Grosjean gehen, denn dagegen mache ich nicht mehr viel. Das sind noch 2 Sekunden. Soll ich dagegen noch machen? 1,9. Vielleicht hat er ja kein Benzin mehr oder auch kein ERS mehr. Vielleicht kann ich dadurch noch mal ein bisschen jetzt hier auf die Gerade aufholen. Lewis Hamilton gewinnt. Klar und deutlich. Und wir werden hier wahrscheinlich dann, ja, nicht wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich P10 nach Hause fahren, denn ja, direkt mager, kein ERS. Denn ja, da muss ich mich geschlagen geben. Platz 10. Noch mal eine gute Leistung. Ja. Hätte aber auch besser gehen können. Ist mir auch klar. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwelt. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Wir sind noch vor Grosjean. Ja, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Das Ding ist Gasly. Gasly ist ausgeschieden, deswegen werden wir wahrscheinlich Gasly wieder, was Konstrukteurs-WM angeht, oder Konstrukteurs-WM, sondern hier, Rivalität, sollten wir den Gasly dadurch überholen. Und irgendwie Gleichstand und ich führe die Rivalität trotzdem gegen Grosjean an, weil ich die straffrei schnellere, ich hatte die schnellere Runde. Endposition hat zwar er, aber Podiumsplatzierung hat keiner. Deswegen habe ich, das Ding ist, Gasly hat die schnelle Runde und straffrei, das war mir klar, aber Podiumsplatzierung hat keiner und dann aber Endposition ist von mir besser und beendet das Rennen ist auch. Hätte er das sogar hinter mir beendet, ohne Podium, sage ich mal, dann wäre er auch noch einen Punkt vorne geblieben. Ressourcenpunkte gibt es auch wieder ein paar. Ja, Rang steigt wieder. Verstehe ich nicht wieso. Ja, hoffen wir nächstes Mal auf ein besseres Rennen, was? Auf jeden. Sieht aus, als wären deine beiden Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Rivalität für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern. Habe ich aber keine Lust drauf. Aber ja, hier sehen wir es nochmal. 17., 5., 10. Der 5. Platz, nice. Nächstes Rennen ist in Baku. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Baku. Bis dahin, ciao, ciao und auf Wiedersehen.